Und beim Durchblättern ist mir, wie gesagt, die Zeichnung aufgefallen und eine Stelle, wo mir ins Auge gesprungen ist und die möchte ich jetzt gerne vorlesen. Gerne, vielen Dank. Und zwar, ich denke, dass dieses Missverständnis aufgeklärt gehört, also das Missverständnis. Wenn jeder den anderen etwas besser kennen würde und jeder den anderen sein lässt, wie er ist, und man rücksichtsvoll miteinander umgeht und die Bedürfnisse und Wünsche des anderen respektiert, dann lässt es sich besser miteinander leben, meinte Karl nachdenklich. Ja, das klingt vernünftig, stimmte der Drache ihm zu. Ich denke, das sieht so viel aus. Also so viel, das ist jetzt der Dialog zwischen Karl und dem Drachen. Aber ich denke, das passt, wie gesagt, wie du siehst, in unserer heutigen Zeit. Ja, ganz wichtig im Umgang miteinander. Genau. Und ich glaube, das kann man nicht früh genug der Kinder sagen. Ja. Und wieso nicht in so einer wunderschönen Form von einer Märchenfigur? Mit wunderschönen Zeichen, mit der wunderschönen Zeichnung. Und ich denke, das verstehen alle. Die Kinder so klein. Also ich denke, das verstehen auch kleine Kinder. Ja. Und ich hoffe, die Großen. Ja, das hoffe auch ich auch. Auch die brauchen es. Ja, auf jeden Fall.